Ja, Käfig bauen wäre eine Option. Was ist denn nun? So. Warum auch immer. Du. Nein. Naja, dann sollten wir das auch einmal so wäre auch geil, aber da gucken wir noch mal. Hier noch ganze Wand. So. Ich glaube, dann haben wir es erstmal. Ich glaube, wir gucken mal. Wir bauen jetzt mal oben den Käfig. Habe ich ja gesagt, brauche ich noch unbedingt. Abwehr der Vögel. Wollte ich vielleicht noch mal ein bisschen mit dem Kreativmodus rum, dass wir hier vielleicht irgendwie eine kleine Sitzecke hinbekommen. Mal sehen. Hier habe ich letztens noch gesagt, eigentlich muss eine komplett neue Etage rauf. So. Da muss eine Ecke hin. Nein. Achso, hier auch. Ne? Ja. Gut, dann können wir aber noch genau da was hinstellen. Ja, der war gut. Achso, ich habe keine mehr. Ich wollte gerade sagen, hä? Warum kommt denn nichts? Rahmenformen. Hä? Achso, warte mal. Öffnen. Das meine ich, ne? Das muss ich auch noch abdecken. Unbedingt. Das werden wir auch gleich noch tun. Wenn das Ding läuft, dann... Ja. Habe ich verloren, glaube ich. So, jetzt muss ich gleich erstmal gucken, wie wir das machen mit den Ecken und so.
Ich hatte überlegt, ja, zeige ich euch gleich, was ich überlegt habe. Erstmal machen wir eben... So. Und wenn wir schon dabei sind, geht da ja auch. Er geht da ja recht einfach rüber, genau. So. Ist halt die Frage, können wir das so schon? Ich glaube, die können wir auch schon. Ich glaube nicht, dass wir da noch wieder was wegreißen müssen. Und wenn doch, Überraschung. Doch, aber die haben wir zum Glück noch nicht gemacht. Da müssen wir noch eine Tür einbauen. Ganz wichtig. Alter, warum spiele ich mich damit eigentlich so fest, ey? Aufgestiegen. So, eine Tür. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also am besten wäre eine Doppeltür. Da so rein. Mal Tür. Tür jetzt, ne? Tour. Gibt es hier eine Tour? Gesicherte. Eisentür, nee. Ist doch ein Tor. Was ist denn das? Doppeltür oder was gibt es doch eigentlich? Hä? Ach, das nennt man Garagentor aus Eisen. Aber das ist nicht doppelt, das ist drei, ne? Drei mal zwei, also drei breit, zwei hoch. Das ist nicht so toll. Das würde nicht aussehen. Aber auch wenn ich nur eine Tür mache, wird das nicht aussehen. Aber egal, ich mache dann lieber nur eine Tür. Da kann ich, glaube ich, eher mitleben. Gut. Tür, gesicherte Holztür, nein. Da, Eisentür. Geschmiedetes Eisen 10. Minute 40. In der Zeit können wir erstmal unsere Farbe hier rausholen, damit wir hier nicht mehr so Feuer produzieren. 1000 mal Farbe. Das kann erstmal noch vor sich hin dümpeln. Jetzt ist nämlich die Frage bei Gidasse. Lass mal gucken, wo die sind. Damit bei. Ja, es gibt nur das Ecke oder Geländerecke. Und
Wir müssen, glaube ich, das Dach eh rauflegen. Das kann ich eben schon mal probieren. Nee, so nicht. Was ich denn jetzt, ey? So, wir müssen es, glaube ich, eh rauflegen. Warte mal. Weil das ja jeweils ein Block ist. Passen das mal mit dem unteren an. So, das meine ich mit rauflegen. Ja, ich muss es ja hier genau. Und das kann ich ja auch auf die ganzen Ecken. Ich glaube, ich weiß, was ich meine. Ich hoffe, ihr auch. Ich kann mich heute nicht so gut artikulieren. Ich bin müde. So. Zack. Dann haben wir hier nämlich gleich diesen Käfig. Die Nacht bricht an. Ja, man merkt es, ich bin übermüdet. Es war eben rot, weil ich... Ja, okay. Nicht, weil der hier gleich zusammenbricht, sondern weil ich im Endeffekt im Weg stand. Ja, das schafft er alles hier. So. Ruhig hier. Ups. Na gut, nehmen wir gleich weg. So runtergehen. Ja. Ist das ein gutes Zeichen, wenn das so ruhig ist? Ich glaube nicht. Bestimmt die Ruhe vom Sturm. Gleich überrennen sie mich. So, mutig wie ich bin, grade ich das jetzt schon mal ab. Ah. Obwohl ich gar nicht weiß, ob das klappt. Ja, bist durstig, mein Kleiner. Dann pfeif dir doch mal was rein. Ruhig auch zweimal. Ach, guck mal da unten. Was sagte ich mit der Ruhe vom Sturm? Da unten krebsen sie nämlich rum. So, das heißt, zum nächsten Blutmond können uns auch die Vögel egal sein. Werden wir denn die Ecken noch reingebastelt kriegen? Aber wie ich ja eben sagen wollte, mutig wie ich bin, grade ich das einfach schon mal ab, obwohl ich noch nicht mal probiert habe. Ob die Ecken da unten noch reinpassen, so wie ich mir das gedacht habe. Ja, ich bin ehrlich, ne? Ich will euch auch Content bieten. Ich meine, wie geil ist es, wenn ihr seht, dass ich wieder ganz viel abbauen muss. So. Hier haben wir ja beschlossen, kommt nur eine Tür rein. Kann also auch fertig gemacht werden.
Dich nehmen wir wieder auf. Und dann gucken wir mal wegen der Ecken. So, ich wollte jetzt die nehmen. Zack, geht doch. Passt. Haben wir das auch. Ah, da kommen sie. Da waren sie. Tür. Oh, habe ich die doch in der Dings... Nee, da. Da fehlt doch schon wieder irgendwas, ne? Und ich weiß schon wieder nicht was. Holz. Was Holz war da eigentlich drin? So. Oh. Ab rein in den Käfig und let's go ballern, ne? Nicht mehr. Ach, ich habe das Helmlicht. Nein, ich habe das Helmlicht mitverkauft, oder? Ich Dummbatz. Oh nein. Habe ich noch eine Helmlicht-Mod? Ich glaube, die habe ich immer nicht aufbewahrt, ne? Weil ich mir dachte, war doch kein Schwein. Und so ist es auch. Oh nein. What the fuck? Jawohl, da ist es gar nicht mit drin. So, mal gucken. Helmlicht-Mod. Geschmiedeter Stahl 5, Kunststoff 2, Klebeband 2. So. Wie waren das? 5? Yep. Und dann noch einmal ein Nähset und eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe. Oh, zum Glück. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ohne Scheiß hätte ich es nicht gedacht. So. Oh, fertig. Wir können noch Blei rein. Das heißt, wir können hier Zement rausziehen. Ganz, ganz viel. So. Auch hier können wir Zement rausziehen. Zack. Und dann brauchen wir auch bald wieder Steine. Wo war Messing? Messing? Messing, Messing, Messing. So. Munition haben wir hier ja auch noch vorhin gesammelt. Gut. Wir könnten natürlich auch da draußen nochmal Licht machen, ne? Wenn wir nochmal zwei Laternen irgendwie hier anbringen, da und auch auf der Seite, dass das nicht so dunkel ist. Laterne, Laterne. Also, für zwei Stück brauchen wir 10-mal Eisen, 2 Scheinwerfer erstmal. Elektrische Teile 6, Klebeband 8. Elektrische Teile 6.
8. Boah, auch schon wieder fast weg. Da kam das Licht eben her. Okay, weil ich hier stehe, ist es jetzt besser beleuchtet da. Natürlich. 10-mal Öl. Ja, ein bisschen haben wir es geholt. Hola, Señor. So, dann haben wir die Erne, die Laternen brauchen noch. Tja, was ich mich noch frage, ist, wo ist denn das? Hier, diese Farbenrot. Kann man die auch, Farbenrot, kann man die auch herstellen? Das wäre geil. Wahrscheinlich nicht, ne? Warte mal, ich gebe das mal so ein. Färben. Ne. Rot. Nee. Schade. Dauert noch. Ach guck mal, ich bin gar nicht mehr im Creation Mode. Wie war denn das noch? Mal eben gucken. Verbänder. Grün. Wie viel brauchen wir für die ganze Rüstung? Wisst ihr, was ich meine? Ich bin ja ein Kaktus, ne? Ändern. Leere Kosmetik abschließen. Das Hemd muss jetzt nicht. Wir gucken, wenn wir es noch über haben. Abschließen. Beinschienen, Stiefel. Ach geil, dass wir die gar nicht sehen wegen dem Rock oder was? Ja, das sind ja die Stiefel. Verändern, da kommt auch nochmal grün rein, abschließen. Na gut, so derbe sieht man das gar nicht, ne? Hemd, verändern, so grün, abschließen. Rock, verändern, grün, abschließen. So, jetzt sehe ich doch aus wie ein Kaktus. So ein bisschen. Übrigens gar kein Rock, sieht aus wie ein Kleid, ne? Hier, das ist ja, ist auch egal. Dum, 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 dum. So, wir brauchen jetzt nochmal 2 Skillpunkte und dann... Okay. Wir könnten den Heckenschütze schon machen. Dann sind wir schon bei 5. Vielleicht reicht mir das auch erstmal. Gut. Ja. Der Käfig ist eigentlich auch ganz okay, ja, ne? Er ist ein bisschen... Ich hätte ihn nur einen höher machen können, ne?
Ah. Ich glaube, wir machen den nochmal einen höher. Ich sage ja, ich muss alles wieder abreißen. Ach, vielleicht auch nicht jetzt. Ah, komm. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn ihr neu seid, würde ich mich tierisch über ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die. Bis denne.